In Europa ist ab dem 21. Dezember eine Impfstoffzulassung geplant. Herzlich willkommen. Ja, in Großbritannien wird der Impfstoff schon verabreicht. Die übrigen Länder warten noch auf das Go der Europäischen Arzneimittelbehörde, weil sie nicht wie Großbritannien eine Notfallzulassung erwirkt haben, sondern eine dauerhafte Zulassung, für die mehr Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit nötig sind. Daher lässt sich die EMA auch noch etwas Zeit. Während Europa also auf der sicheren Seite ist, hofft Brasilien auf einen Teil des Kuchens, obwohl hier alle Hersteller ihre Impfstoffe testen. Und auf die Impfung hofft man auch in der Lombardei. Keine Region in Europa wurde so früh und heftig vom Coronavirus getroffen wie der Norden Italiens. Sie erinnern sich an die Bilder aus Bergamo von Militärtransporten voller Särge, aus hoffnungslos überfüllten Intensivstationen, auf denen Ärzte entscheiden mussten, wer behandelt werden kann, wer sterben muss. Mittlerweile zählt ganz Italien mit über 64.000 Sterbefällen die meisten Corona-Toten in Europa. Ja, aller Voraussicht nach werden dort im Januar die ersten Impfdosen bereitstehen. Doch das Land steckt darüber hinaus auch in der Entwicklung eines eigenen Impfstoffs. Naja, Normalität. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Realität ist erstmal Shutdown bis mindestens 10. Januar. Wir müssen weniger Fleisch essen. Ja, diese Botschaft hat schon fast was Gebetsmühlenartiges. Doch obwohl wir alle längst wissen, dass unser riesiger Appetit auf Fleisch fürs Klima schädlich ist und ein Großteil der Tiere dafür ein elendes Dasein fristen muss, essen wir allein in Deutschland immer noch ganze 60 Kilo Fleisch pro Kopf. Laut WHO steigt der Konsum weltweit sogar noch an. Zugleich wächst die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten. Nur stecken da oftmals entweder total viele Zusatzstoffe drin oder sie basieren auf Soja, das leider auch eine ganz miese Ökobilanz hat. Forscher aus Nordrhein-Westfalen sind daher auf den Apfel gekommen, beziehungsweise auf den Resteabfall von Äpfeln. Es ist ein bisschen paradox, während hier mühsam daran gearbeitet wird, Abfälle, die für uns erstmal gar nicht genießbar sind, so wieder zu verwerten, dass daraus ein neues Lebensmittel entsteht, landen bei uns jährlich immer noch 18 Millionen Tonnen Abfall auf dem Müll. Abfall meint Lebensmittel, die eigentlich zum Essen gedacht waren. Darunter mit 1,7 Millionen Tonnen auch unser Liebling, das Brot. Das wird dann weggeworfen, wenn es alt geworden ist. Also bei uns zu Hause so nach 2 bis 3 Tagen. In den Bäckereien gilt jedes Brot, das am Tag nicht verkauft wurde, als Altbrot. Altes Brot, so etwas gibt es in dieser Bäckerei nicht. Ganz nach unserem Geschmack haben wir zu guter Letzt noch eine richtig tolle Nachricht. Nachdem wir in den letzten Jahren eigentlich immer nur zeigen mussten, dass in den Weltmeeren die Korallen zunehmend bleichen und sterben, ist jetzt im größten Riff, dem Great Barrier Reef, vielleicht Rettung in Sicht. Und damit einen guten Abend bis morgen 18:30 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss.